Ja, Leute. Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück. Wie ja angekündigt, werden wir jetzt schon mal Tee holen. Damit wir unsere Kühen das optimalste an optimalitätischen Futter geben können. Oh Gott, was laber ich da für einen Rotz, Alter. Und dann müsste das ja schon mal optimal sein, so von wegen Klee für die Kühe schon mal. Bin ich ja nur mal gespannt. Wie sich das auswirken wird. Die nächste Frage ist ja auch, die mich jetzt immer so interessiert, ganz ehrlich. Ich habe nämlich keine Ahnung. Okay, Klee ist also genauso wie Weizen, schlag mich tot. Einmal angeerntet, wupp, weg ist es. Okay. Ich hoffe, wir können das Klee auch in unserem Hofsilo einlagern. Das wäre natürlich richtig nice. Aber was sind wir denn in der Farbe, würde ich mal behaupten? Abwarten, abwarten. Hinterher ist man immer schlauer.
Mach das jetzt absichtlich. Damit ich erstmal sehen kann, wie viel brauchen wir überhaupt. Aber das ist doch mal optimal. Jetzt möchte ich mal kurz mal meinen Eddies reingucken. Sechs Kartons schon. Dann bringen wir diese Kartons jetzt schnell in dieser Folge zu unserem Hofshop. Naja, es sind ja nur sechs. Scheier. Zack.
Ja, das zieht sich hier ganz schön mit den Kisten, würde ich mal sagen. Und müssen wir mal gucken. Zack. Haben wir erst vier. Oh mein Gott. Aber muss ich mir was anderes einfallen lassen hier. Erstmal fahre ich mit dem kleinen John Deere hier rein und dem Anhänger. Noch eine Kiste. So, da habt ihr erstmal Eier. Jetzt möchte ich mir noch ja, der Schwader ist okay. Ja, viel nicht geschafft.